Geschafft! Die Absolventinnen und Absolventen der Universitätslehrgänge Werbung und Verkauf sowie Tourismus und Eventmanagement und des Universitätsstudiums Diplom-Betriebswirtin haben ihr Studium an der WU Executive Academy erfolgreich beendet. Im Rahmen der Abschlussfeier konnten sie ihr Diplom nun offiziell feiern. Ich bin oder war damals schon Eventmanagerin, bin aber ins kalte Wasser gesprungen und habe eigentlich noch nicht viel Background-Info gehabt. Und somit wollte ich einfach mehr erfahren, was es heißt, Events zu organisieren, wie läuft die Budgetierung ab und so weiter und so fort. Also ich bin viele Jahre mittlerweile im Berufsleben aktiv und habe das Gefühl gehabt, also mit der Zeit bekommt man ein bisschen so einen Tunnelblick. Und für mich war es einfach wirklich wichtig, einmal so über den Tellerrand zu blicken, meinen Blickwinkel auch wieder zu erweitern und neue Erfahrungen zu bekommen im Austausch mit anderen Kollegen, beziehungsweise einfach in der Diskussion. Und das war wirklich sehr bereichernd für mich. Man kann unseren Lehrgang zwar ohne Matura beispielsweise auch machen, aber man kann ihn nicht ohne Berufserfahrung machen. Das selektieren wir schon in der Bewerbung. Ich glaube, es ist eine große Chance, noch einmal aus dem Berufsalltag auch ein bisschen auszubrechen, sich Impulse zu holen, etwas Brainfood-Wissen neu aufzuladen und eigentlich auch die Zeit zu nützen, sich zu orientieren. Dabei hat das berufsbegleitende Studium auch Herausforderungen mit sich gebracht. Also es war natürlich anstrengend, weil wir doch immer den Abendunterricht gehabt haben und das zwischen Beruf, Arbeit und Privatleben, das alles zu vereinbaren, war teilweise nicht so einfach. Aber es hat dann recht gut funktioniert. Und deswegen habe ich ganz besondere Hochachtung vor den vielen Absolventen, die wir heute graduiert haben. Die haben ganz Großartiges geleistet über die letzten Semester, letzten Jahre, um einen anspruchsvollen Job, eine anspruchsvolle Ausbildung und ein Privatleben unter einen Hut zu bringen. Nach der feierlichen Urkundenverleihung wurden die jeweils besten Abschlussarbeiten mit den Preisen Tourism Excellence Award, Best of Marketing und IC Ökonomia ausgezeichnet. Zusätzlich wurde bereits zum zweiten Mal die beste Abschlussarbeit aus dem Themengebiet Markenpositionierung Brand mit dem Lois Repositionierungspreis prämiert. Allein diese Zeremonie heute war toll und dann noch so einen Preis zu gewinnen, ist herrlich. Ich habe auch die Nominierung bekommen vergangene Woche und dachte mir so, das wäre schon super. Aber ich habe mir irgendwie die Chancen gar nicht so hoch ausgerechnet. Der Best of Marketing Preis ist einer der etablierten Preise am Lehrgang für Werbung und Verkauf oder Marketing und Sales, wie er jetzt heißt. Seit 2009 darf ich mit meiner Agentur den Preis stiften für die besten Arbeiten, die im Jahrgang die Verbindung zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und Praxis auf der anderen Seite zusammenbringen. Und die Absolventen dieses Kurses und gerade auch Preisträger haben sich für die Champions League qualifiziert und können sich unter vielen Angeboten dann das Attraktivste für sie aussuchen. Auch in ihren Berufen können die Absolventinnen und Absolventen das erlernte Know-how vielfach einsetzen. Also ich bin viele Jahre im Sales tätig gewesen und habe hier wirklich sehr viele Marketing-Aspekte dazu bekommen und kann dadurch meinen Horizont hier wirklich in dem Bereich erweitern. Also ich habe das sofort am Anfang schon gemerkt, dass mit den richtigen Fächern ich halt dann auch bei der Arbeit besser was anfangen konnte. Ich konnte besser argumentieren, ich konnte besser Dinge vielleicht durchbringen, weil ich einfach schon besseres Wissen hatte. Und nach wie vor profitiere ich total davon. Also und ich würde das auch weiterempfehlen. Wir wünschen allen Absolventinnen und Absolventen alles Gute für ihre Zukunft.